So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir waren nämlich eben im Netto und Pupsi hat was entdeckt. Pupsi hat was entdeckt. Adi Schatz, alles Gute. Nein, was hast du denn da schon wieder? Guck mal, den Gras, Gras, Bruder, Gras. Was ist denn? Wolltest du jetzt in die Kamera hauen? Wolltest du jetzt in die Kamera hauen? Auf jeden Fall hat Pupsi was entdeckt und zwar Chips, aber nicht nur irgendwelche Chips, sondern guckt euch das mal an. Lays. Mann! Jetzt lauft doch nicht schon wieder da lang. Lays Chips. Und wäre das nicht schon genial, dass das Lays Chips sind, weil Lays hat ja auch Lays Sensations mit Thai Sweet Chili rausgebracht oder so Zeug. Nein, kennt ihr die Visage hier unten? Das ist der KFC, Mann. Ich weiß gar nicht, was KFC heißt. Ich kenne nur Kentucky schreit ficken, ne? Wer von der RTL Samstagnacht, wer das noch kennt. Ah, jetzt macht nicht alle 5 Minuten hier lang, ne? Der wird voll böse, Alter, ich sag's dir. Hör auf mit deinem Schwanz, Alter. Auf jeden Fall, das sind Lays mit Original Recipe. KFC Original Recipe Geschmack. Wer das versteht, was das sein soll, keine Ahnung. Ihr habt ja also, das schmeckt nach KFC Hühnchen. Und, ach so, Kartoffelchips mit frittiertem Hähnchengeschmack. Und habt hier oben auch im Prinzip wie so einen Gutschein. Da steht nämlich gratis KFC Colonel TS Burger. 2 für 1 Aktion. Ihr könnt also, wenn ihr so eine Tüte fresst, danach noch einen Burger bekommen. Und wäre KFC nicht schon genial genug, haben wir hier noch eine grüne Tüte. Und guckt euch das an, ihr kennt alle dieses Logo. Subway, ne? Eat Fresh. Unseren Subway hier um die Ecke haben sie einfach weggemacht. Seitdem konnte ich keine 7 Tage 7 Subs Aktion machen. Bruder, beruhig dich und nicht mit dem Po. Ich wollte ja mal 7 Tage 7 Subs machen, ging da nicht. Und das ist ein Kartoffelchip mit Teriyaki-Geschmack. Deswegen habt ihr hier oben auch nochmal einen Gutschein. Gratis Subway Sandwich 2 für 1 Aktion. Hier ein Sandwich drauf. Gratis. Gratis. Teriyaki Subway Sandwich Geschmack von Lays. Das klingt auf jeden Fall auch fresh und clean. Ich weiß gar nicht, mit welchem ich anfange. Ich glaube, ich fange mit dem roten an. Adi, was ist? Der hat eben seine Zunge die ganze Zeit so raus, als würde er gleich. Ist alles gut? Was ist denn? Na gut, das war nur gegähnt. Also, ich habe gedacht, er muss jetzt hier brechen, live im Video. Wir haben also das für Thumbnail wieder: Lays, Kentucky Fried und dann Subway Dings. Am besten, wir machen so, damit einen keiner mehr sieht. Wir fangen jetzt an mit den Kentucky Fried Chicken Fritz Chips. Holen hier die Tüte. Wir lassen den Adi mal zuerst eins rausholen, ja? Adi? Was sagst du? Ja? Greifst du rein? Holst du einen raus? Adi kommt nicht rein, er ist zu dick. Adi hat einen und dampft ab. Adi testet schon mal. Wir testen jetzt auch frittiertes Hähnchengeschmack. Normalerweise mag ich nur geriffelte Chips, die sind jetzt nicht geriffelt. Irgendwie haben die irgendwie so eine Pfeffernote. Würde mich jetzt aber nicht an Hähnchen erinnern. Also Tüte sieht gut aus. Dickes KFC-Logo, aber irgendwie ist es nix. Es gibt diese extrem ganz billigen Pfeffersnacks von irgendwelchen Sachen. Steht Peppersnack drauf oder so. Irgendwelches Kartoffelzeugs, was so gepfeffert ist und was dann einfach nur ein bisschen nach Pfeffer schmeckt. Irgendwie habe ich hier den gleichen Geschmack. Ich merke nichts von Hühnchen.
Ich merke kein KFC, obwohl ich mich mit KFC ja nicht auskenne. Hier gibt es ja keinen KFC. Trotzdem. Sieht cool aus, könnt ihr mal probieren, aber finde ich jetzt nicht so besonders. Ich glaube, das ist wieder ein Fall für, mache ich zu und verschenke ich an meinen Nachbarn oder nein, verschenke ich irgendwo. Ich werde es meiner Mutter mitgeben, wenn die immer mit ihrem Bruder, Schwester zusammensitzt, die Wrestling gucken. Vielleicht wollen die das snacken nebenbei. Wenn nicht, werde ich snacken, da wird nichts weggeschmissen. Aber bin eigentlich ein bisschen enttäuscht. Aber ich wusste schon, wieso ich mit der roten Tüte anfange. Ich hoffe hier, Chicken, Teriyaki, ja, Teriyaki-Geschmack überhaupt. Was da überhaupt drin ist, ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Auf jeden Fall. Ach so, ja. Yeah. Unsere knusprigen Lay's Kartoffelchips treffen auf den Geschmack des herzhaften Chicken Teriyaki Subs bei den Lay's Iconic Restaurant Flavors. Haben wir uns mit den beliebtesten Schnellrestaurants weltweit zusammengetan, um dir ein unwiderstehliches Geschmackserlebnis zu bieten. Dafür haben wir ikonische Gerichte in köstliche Chips verwandelt. Gibt es da etwa also noch mehr? Denn das gleiche müsste ja hier draufstehen. Das Ganze heißt also Lay's Iconic Restaurant Flavor. Der originale Geschmack von KFC. Hm. Sonst sind da im Moment noch Tüten abgebildet, wo dort steht, probier auch diese leckeren Sorten und alles. Da ist jetzt nichts dabei. Wir haben also diese Subway-Sorte. Wenn ich das Grüne sehe, ich denke, das ist irgendwie so Paprika und das ist irgendwie Sour Cream. Das andere war halt irgendwie Pfeffer. Hier bin ich gespannt, ob das ein bisschen orientalischer ist. Hier werden wir den Adi wieder testen lassen. Adi, greif mal rein. Nicht? Ja, jetzt. Zieh raus. Und. Ada. Zieh. Oh, da hat er sich wieder den größten rausgesucht. Die sind im Gegensatz zu den anderen aber geriffelt. Und das Geriffelte finde ich sehr gut. Da haben die schon mal einen Pluspunkt, ja. Obwohl die anderen jetzt auch bissfest waren. Es waren keine Billig-Chips, die einfach nur komplett untergehen. Geriffelt finde ich aber sowieso immer einen Ticken besser. Irgendwie habe ich gerade so einen Sushi-Geschmack im Mund. Keine Ahnung. Also wenn ihr beim Chinesen irgendwie Sushi bestellt, dann mache ich da mal schön noch das Ingwer drauf. Auf den Sushi-Fladen und tunkt es nochmal in Wasabi. Es ist nicht scharf. Aber es hat irgendwie so einen Geschmack, so einen Meerrettich-Ingwer-Geschmack gekreuzt, irgendwas dabei. Ich glaube, die Grünen schmecken mir auf jeden Fall deutlich besser wie die Roten. Aber insgesamt wäre das jetzt auch nicht eine Sorte, die ich unbedingt nochmal brauche oder unbedingt nochmal kaufen muss. Ich werde das jetzt aufheben, wenn die Mama da ist, wir wieder Film schauen. Da soll sie mal probieren. Und wenn sie sagt, boah, richtig genial, wo hast du das denn her? Dann passt das. Ansonsten bin ich ein bisschen enttäuscht. Sieht gut aus, ist gut gedacht. Die Frage natürlich, gibt es da noch mehr Sorten? Habt ihr sowas auch schon mal gesehen? Die Iconic Restaurant Flavors. Gibt es auch Burger King, McDonald's, was gibt sonst noch? Ich weiß es nicht. Pizza Hut irgendwie, KFC und Subway. Was kann es noch geben oder sind das die einzigen beiden? Wenn ihr mehr wisst, schreibt es rein. Wenn ihr die auch schon kennt, schreibt es mal rein. Würdet ihr die auch testen oder was soll es noch als Sorten geben? Was für ein Restaurant würdet ihr empfehlen? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.